Karnickel. Und hier noch ein Steinmesser. So. Ich kritze mir meine Initialen auf den Boden und dann nehme ich das Kaninchen mit. So, zwei Fleisch. Das ist jetzt aber nicht so viel. Oh, die Hütte ist aber auch ganz nice hier. Die ist schon cool, aber die haben uns die ganze Zeit beobachtet, die Schweine. Guck mal, die konnten genau unser Lager, naja, mehr oder weniger beobachten. Ja, nee. Ich glaube, das haben die gar nicht gecheckt. Abgeladene Beute leer. Okay, das war's. Cool. Wie cool das ist. Geil. Das gab's aber früher noch nicht. Das wusste ich, hätte ich aber auch gewusst. Nee, gab's früher tatsächlich nicht. Krass. Geil. Speere sind eingesammelt, keine Sorge. Ich glaube, einen habe ich versemmelt. Bogen, alles mitgenommen. Oh ja, einen habe ich da liegen lassen. Alter. So. Wenn the last eagle flies. Oh hey, apropos last eagle. Oh, der ist zu klein, glaube ich. Den treffe ich nicht. Oh. Wenn the last eagle flies over the last crumbling mountain. Du hast Spaß, wie ich höre. Ja. Das ist ein Seeadler, der hat sich verflogen. Der war ganz fern seiner Heimat. Ja, der konnte nicht sehen. Ich habe ihm geholfen. Deswegen ist er runtergefallen. Ja. Ich nehme ihn mit und dann werde ich ihn wie so ein Papierflieger einfach weiterschicken. Du bist so böse. So. Geil mit den Banditenlagern, feier ich. Infected Faye, dankeschön für deinen Raid. Liebe geht raus an dich. Ich mach das Fleisch gleich mal klar. Ein ganz großes Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und verteile das mal bei den NPCs. Sorry, wir haben für uns auch ein bisschen. Ne? Wir waren gerade am Raiden. Was habt ihr Tolles gemacht im Stream? Dankeschön. So. Jo, würde ich sagen. So, hier 58 Fleisch. Das ist geil. Das dauert natürlich 6 Sekunden, bis es durch ist. Bitte Veggie-Fleisch. Ja, ja. In der Wildnis haben wir Veggie-Fleisch gesammelt. Neues Level Produktion. Schmiede, Tobi. Wir haben die Schmiede. Oh. Geil. Das ist nice. Geil. So. Gebratenes Fleisch. Zieh ich einmal das Zeug darüber. Das war durch. Achso, war nur das eine. Das kann ich selber essen. Dann. Hä, warte mal, nee. Ach, da war der Zustand 50. Oh Gott, das gebratene Fleisch verliert aber auch schnell Haltbarkeit. Ja, mal gucken, wie lange es hält. Schauen wir mal. Hier hat noch 8 gebratenes Fleisch, da tue ich auch mal 10 rein. Das wird, ja, geil. Wird schon ablaufen, wir müssen das eigentlich pökeln, ne? Was machst du so für Musik? Also machst du selber Trockenfleisch draus machen. Dann gehe ich mal zur Jägerin hoch, bring da auch mal Fleisch hin, den Rest nehmen wir uns. So. Könnt ihr das Lebensmittellager schon bauen? Boah, ich glaube noch nicht. Ich glaube auch noch nicht. Ich glaube, das kommt noch erst. Später. So. Müssen wir auch mal küken, was wir noch brauchen dafür. Schkügemüll. Ja, Kügemüll. So, Bodhislava. Ach ja, die sammelt ja auch Fleisch, ne? Fällt mir gerade ein. Wie erfolgreich ist die denn? Die hat ein Fleisch. Okay, das... Wow. Das... Guter Deal. Da werden wir aber alle satt von, Kapi. Ja, das... uff. So. Aber wir brauchen für das zwei Fleisch konsumiert. Nahrungsmittellager brauchen wir Landwirtschaft. Okay. Cool. So. Ja, Landwirtschaft brauchen wir die Felder, ne? Die können wir jetzt im Herbst natürlich nicht mehr bestellen. Es sei denn natürlich Wintergerste oder irgendwie sowas, aber ich glaube, nö. Und wir haben noch keine, wir haben nichts zum Einpflanzen außer Hopfen. Ich schau mal gerade. Gebäude, Landwirtschaft. Ah, Hopfen war Plantage. Ackerland bringt, glaube ich, noch nicht viel. Windmühle können wir auf jeden Fall bauen. Feldschuppen. Geil. Oh, Alter, Scheune 3 braucht 8000 Landwirtschaft. Ja, ja.
Oh Leute, euer Backseat Gaming, ne? Ihr müsst mal echt ein bisschen aufpassen. So. Bis. Cool. Was soll das denn? Was zum aktuellen F ist das denn? Sind das Felder? Das sollen die Felder sein, aber die kann man halt nicht drehen. Die kann man nur so platzieren. Was zum aktuellen Fick ist das denn? Für eine Höllengeburt. Willst du mich verarschen? Vielleicht musst du die da hinten ansetzen oder wir machen mehrere kleine Felder. Das Problem ist, die sind halt in quadratischen Feldern, aber die sind immer exakt so ausgerichtet. Also ich kann die nicht drehen, ich kann die nicht anpassen an die Begebenheiten hier. Oh, das ist aber eklig. Ja, ich kann auch keinen Zaun machen, sondern diesen. Das ist das schlechteste Bausystem für Felder, das ich jemals gesehen habe. Ich glaube, es war damals auch schon so, aber ich habe das echt verdrängt. Ich lese gerade, okay, das gab es früher schon. Krass. Habe ich komplett verdrängt. Das ist ja scheiße. Scheiße, was ist basiert? Ja, okay, das ist einfach nur so. Also ich kann es nur so in so Quadraten machen und ich kann es halt nicht drehen und gar nichts. Das wird überhaupt nicht zu unserer Ausrichtung vom Dorf passen. Gut, oder wir machen die halt ein bisschen abgelegener vielleicht, ne? Das würde auch gehen, oder? Ja, ich glaube, müssen wir sogar, ne? Oh geil, wie die Jägershäuser da oben auch aussehen von hier, das ist auch cool. Ich hab mich gerade erschrocken. Hat was. Ja, sieht geil aus. Ich glaube, das Dörfchen wird hübsch. In den Feldern macht mir ein bisschen Sorgen gerade. Da müssen wir vielleicht wirklich irgendwie Bauernhöfe irgendwo machen. Ups. Vielleicht hier hin oder so. Hier ist direkt der Fluss. Na, die passen halt nicht zu unseren Wegen, ne? Also die Dorfausrichtung ist komplett beinahe entgegengesetzt von den Feldern. Also es beißt sich komplett. Das ist richtig kacke. Wir könnten versuchen, von irgendwo so einen Weg abzuleiten und den so zu drehen, dass er passen würde. Da müsste sich einer hinstellen und schon mal so einen Feldstreifen machen, damit man gucken kann, wie wir die Wege dahin bauen. So sah die Welt vor 1000 Jahren aus. Nein. Nein. So wurden Felder damals nicht angelegt. So. Ja, uff. Ja. Oder halt, ja, stimmt, die Idee wäre auch nicht schlecht, auf die andere Seite vom Fluss könnte man das auch machen. Ja, das ist aber bergig, ne? Ja, das stimmt. Also ich habe gedacht, hier hinten vielleicht, so ein bisschen hier ist der Fluss, also der kleine Fluss, der hier. Wir könnten das hier hinten so hinmachen und dann vielleicht die Wege dahin führen dann. In irgendeinem Infofenster steht, dass es vom König vorgegeben ist, dass die Ackerfelder in die Himmelsrichtung ausgerichtet werden müssen. Würde ich als Entwickler auch in die Lore schreiben, wenn ich so programmieren würde. Hä? Was ist das für eine billige Ausrede? Uff. Also theoretisch hier, ne, wenn man das hier so machen würde, Tobi, ne? Hier so? Dann könnte man da bestimmt irgendwie einen Weg dran bringen. Ja, ich denke auch, das sollte schon gehen. Ich orientiere mich mal an diesen abgerissenen Dingern. Okay, warte, ich probiere nochmal. Ich probiere es auch mal aus, mal gucken. Kostet ja, glaube ich, nichts. Ups. So. Machen wir hier. Wie groß muss es überhaupt sein? Der Stadt vorne war es ziemlich groß, ne? Ja, aber hier weiß ich halt nicht, ne? Reicht das so? Ja, ich habe auch keine mehr. 5 mal 7 ist das jetzt. Wenn wir davon mehrere haben, machen einfach. Das genau. Das locker reichen. 5 mal 8 reicht bestimmt. Und dann nochmal ein 5 mal 8 daneben oder so, oder? Ja. Ich frag mal gerade gezielt den Chat. Ja, okay, komm. Scheiß drauf. So, haben wir. Dann müssen wir jetzt eigentlich mit einer Hacke durch. Harke.
Und dann müssen wir gucken, ob wir dann da mit dem Weg hinkommen irgendwie. Achso, das war falscher Button. So, angenommen, wir haben jetzt hier den Weg. Der müsste ja am Feld hier entlang führen. So ein bisschen und dann... So, einfach mal gucken. Wird schon irgendwie gehen, oder? Ja, ich glaube, das geht. Vom Brunnen dahin. Hast ja zum Glück einen Kreisel gebaut. Ja, sehr gut mit dem Kreiselverkehr. Vielleicht können wir den Brunnen irgendwann weghauen und hier so ein großes Feuer hinmachen oder so. Ja, oder doch zwei Statuen von uns. Ja, das wäre eigentlich wär's angemessen. Ich finde auch. Guck mal, die reden miteinander hier. Cool. Deswegen gibt's hier keine Männer. Oh, geile Röhrlinge wachsen hier. Wir könnten, glaube ich, auch noch wirklich ein paar Bänke machen oder ne, so eine Bank oder so hierhin machen und ein Lagerfeuer, dann könnten hier vielleicht sitzen oder sowas. Sitzen. Sitzen? Einfach nur sitzen. Sitzen. Einfach sitzen. So. Okay. Wir brauchen eh noch Dünger dafür, ne? Tja, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen was für die Landwirtschaft. Dünger. Ich meine Samen, nicht Dünger. Samen, ja, aber Dünger werden wir auch brauchen, mit Sicherheit, ne? Ja. Mal gucken. Erstmal durchhacken, aber das bringt, glaube ich, nichts vorm Winter. Nee. Boah, wir sind ja bald im Winter. Oh Gott. Da habe ich ein bisschen Bammel vor. Vor allem, dass wir uns den Arsch abfrieren. Aber naja. Pucki, bist du noch nicht bereit zu schlafen? Ach so, wolltest du noch? Ja, wir können noch schlafen. Klar. Ja, gedacht, das ist eine gute Idee. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Guten Morgen. So. Morgen. So begrüßt man sich hier, das ist normal. Mit einer Hake durchhaken, ob das Landwirtschaft bringt, ich probier mal. Ja, probier mal. Aber ich würde dann auch bald so langsam schon Feierabend machen. Ja. Ich habe schon ein Auge auf die Uhr gehabt, habe mich schon gewundert, warum du noch nicht noch nichts gesagt hast. Es geht. Alina hat Urlaub diese Woche, von daher passt das, aber ja. Ah, alles klar. Oh, mein Haferbrötchen muss ich bald mal essen, ne? Die Holzspeere vielleicht mal. Boah, die Holzspeere sind schwer. Okay, ich habe auch viele davon, wie es aussieht. So. Okay. Oh, warte, stopp. Dann, was denn? Hier habe ich mir zwischen den Beinen rausgeholt. Für dich. Hm? Oh, Tobi, geil. Vielen Dank, Schwesterherz. Immer wieder gerne. Ich habe eine liebe Schwester. Kann ich mal ein heutiges Brötchen mit Käse einfach essen zum Frühstück? Geil. Hey, ist doch geil. Warum lachst du? Nee, klar. So eine Käsestulle zum Frühstück? Mega gut. Ja, geil. Mit einem arschgeknetetes Brötchen und runtergeschabter Käse. Das ist doch geil. Sie drückt es so aus, ja, aber sie will nur Hardcore tun. Das ist so in ihrem Alter. So, mal gucken, ob ich Landwirtschaft kriege, wenn ich ein bisschen durchsemmle. Nicht gerotes Feld. Ah ja, ungedüngt, natürlich. Ja. Wunderbar. Das Feld ist ja gar nicht so breit. Okay. Cool auch, dass das Feld genau die gleiche Textur hat wie der Weg. Das so aus Stein. Oh, Nahrungsmittellager freigeschaltet. Geil, Tobi, guck mal. Hä, richtig nice. GG. Als ob. Das war ein richtiger Five-Head-Move. Alter. Ja, nice. Krass, der Typ. Guckt ihn euch an. So. Können wir Tobis Füße in-game sehen? Tobi kann seine in-game-Füße mal ganz tief in deinen Arsch schieben. Bis der große Zeh zum Hals wieder rausguckt. Dann kannst du dran nuckeln. So. Was erwartet man denn für eine Antwort bei der Frage? Er meint es nicht so. Ja, weiß. Ich bin nicht so sicher. Wir sind im Internet. Ich weiß nicht so genau. So.
Nein, Tobi hat, der hat leider so Hühnerfüße, ne? Also richtig so, wie so ein Huhn, aber so Krallen. Und deswegen haben wir ihn diese speziellen... Tobi, zeig die doch nicht im Game! Komm her! Hör doch auf! Tobi, nimm deine Füße weg! Dein Chat will meine Füße sehen, komm her! Nein, ich will das nicht! Ich will dieses Klientel nicht einlocken! Nein, hör auf, Tobi! Nimm deine Füße weg! Du hast mir dein... Nein, hör auf, hier um mich rum! Guck dir meine Füße an! Lass meine Füße aus deinem Stream! Nein, so. Wisst ihr auch, wo der Käse herkam? So. Nein, Tobi, ich sehe dich da hinten. Wie so ein Gegner einfach, der wartet, bis das Skript losgeht. So. Sag mal. Das zieht sich nicht, du bist meine Schwester, zieh dich wieder an. Jetzt zieh dich wieder an, Tobi. Jetzt tust du auf einmal wieder so. Zieh dich wieder an! Wenn dich jemand so sehen darf, dann ich. So, ich esse jetzt Fleisch im Menü, da sieht man dich nicht. So, wo ist das Fleisch? So. Oh Gott. Ich esse mal das arschgedrückte Haferbrötchen. Keine Ahnung, wie das hieß. Na? Hast du zwei Augenfarben? Ja. Ist jetzt erst aufgefallen? Wir wohnen seit 18 Jahren zusammen. Ich habe gedacht, vorhin irgendwie war das... Ich dachte, das wäre ein Licht, so vom Licht her, aber du hast ja echt zwei Augenfarben. Ja, das eine ist doch kaputt gegangen in diesem einen Kampf da, wo die Dinge dramatisch in der Vergangenheit passiert sind, in der Origin-Story, Tobi. Das war ein kleiner Klaps. Boah, wie der Speck hier vorbeifällt. Na, warst du am Schwitzen? Ja, ein bisschen. Ich will umschütteln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die Bären in der Umgebung sind gar nicht das Problem, Tobi. Ich glaube, wir werden uns selbst auslöschen. Ja, wir werden uns so richtig schön irgendwann selbst umbringen. Ah, so, okay, warte. Eine Sache lass uns hier noch machen, bevor wir... und zwar das Lebensmittellager. Ja. Lass uns das nochmal irgendwie. Mir ist zu warm gerade. Kann man das hier vielleicht irgendwo hinsetzen? Ja, direkt nebendran ist eigentlich geil, ne? Ja, ne? Ja. Hier so, wo? Oh, die brauchen Werkzeuge, glaube ich, ne? Oben links habe ich wieder Fehlermeldung. Oh ja, tatsächlich. Also NPC-Meldung. So, cool, 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 cool. Warte, ich guck mal kurz, was die wollen. Achso, Fertigkeiten muss ich auch wieder einsetzen. Verwaltung, was fehlt ihnen denn? Hier irgendwas? Gott, da fehlt ja immer irgendwas. Okay, Holzschuppen haben wir noch nichts. Ah ne, Holzschuppen brauchen wir. Wir brauchen wieder Äxte. Natürlich. Wie viel Äxte kann man gebrauchen? Okay, wir brauchen noch, ich mach mal 4 Äxte. 40 Stock, 8 Stein. 40 Stock, 8 Stein. 40 Stock, 8 Stein. 40 Stock, 8 Stein. 40 Stock. Na. 40 Stock, 8 Stein. So. Dann Steinäxte, bupp. Das bist du gerade, ne? Jo, moin. So, guten Tag. Noki. So, die arbeitet ohne Werkzeuge. Weird. Die tut also nur so, als ob. So, Steinaxt. Wir brauchen dann wirklich, wir brauchen als nächstes einen Handwerker. Der die Werkzeuge immer von alleine macht. Ja. Hier drin ist ein bisschen langweilig. Wir müssen uns auch arbeiten. Hey, wollte ich gerade sagen, langweilig. Was ist denn mit der? Also, weird. Crazy, die Gute. So, okay. Ja, was fehlt denn noch? Holzstämme? Was machst du? Ich... Versuch mir gerade neuen Holz. Ich habe so viele Sachen dabei noch, von als wir vorhin geradet haben. Ich muss noch ein bisschen was loswerden. Ah ja, easy. Ich guck mal, wo sind denn hier die, sag mal, Holzstamm. 36, geil.
Bestimmt brauchen wir. So. Jetzt kann ich ein bisschen was tragen. Geil. So. Irgendwie ist das schief, ne? Habe ich das Gefühl. Aber ist egal. Passt schon. So. Oh, das braucht eh mehr Holzstämme. Ach du Scheiße. Ja, das braucht voll viel. Ups. Und dann hier noch mehr. Cool. Ah, Stöcker noch rein. So. Hier, yeah, eine Wand ist fertig. So. Prima. Naja, das ist alles sehr, sehr in einer Reihe aufgebaut. Ist irgendwie ein bisschen weird, aber naja. Das hätte ein bisschen mehr eingedreht werden müssen. Naja. Wir werden die bestimmt auch wieder abreißen müssen für neuere Lagerhäuser, die größer sind wahrscheinlich. Wir hätten auch mehr Platz lassen müssen. Egal. Was brauchen wir da drin noch? Stöcker? Ich glaube, ne? Ja, Stöcker brauchen wir noch jede Menge. Komme. So. War das nicht so, dass wir die Lager abreißen mussten später, um neue zu bauen? So Lager 2 und Lager 3, wenn die kamen? Oder kann man die inzwischen upgraden? Ja, also früher war das so. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist natürlich, weil es ist ja 4 Jahre her irgendwie. Also ich denke mal, dadurch, dass da steht Lager 1, Lager 2, Lager 3, gehe ich mal davon aus, dass man die abreißen muss, ne? Gehe ich auch von aus. Eigentlich. Bin da nicht so optimistisch. Ach, die kann man jetzt upgraden. Okay, geil. Das ist geil. Müssen wir nur gucken, wie der Platz dann reicht. Ich hoffe, die werden nicht größer dann. Oh, die sehen so auch anders aus. Cool. Früher war das einfach nur so eine Runzelhütte. So, Stockhammer. Da oben noch Holzstämme. Okay, da oben brauchen wir Holz. Da oben nur Holzstämme? Okay. Und ein bisschen Stroh. Ganz bisschen Stroh und sonst nur Holzstämme. Okay. So. Und es wurde so gelöst, dass sie gleich groß bleiben. Oh, ein Traum. Andererseits war das andere auch ein bisschen herausfordernd, muss man schon sagen. Das verändert sich von der Größe her nicht? Nee, scheinbar nicht. Okay, crazy. Vielleicht ist aber auch Nahrung Punkt 7 dann da drin. Lager 2 und so weiter verbinden sich mit älteren, also haben sie dann ein gemeinsames Lager. Aber man muss die neuen schon bauen. Das war früher schon so. Nee, die neuen kannst du draufsetzen halt ein bisschen, ne? Okay. So. Ach, ein Träumchen. Wird schön. Ich bin mit den Häusern hier am Weg noch nicht so richtig zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Ist irgendwie noch nicht so geil. Können wir irgendwann nochmal neu bauen. Mal schauen. Stroh brauchen wir auch noch ein bisschen. Ich guck mal kurz Stroh. Hab ich. Ah, okay, super. Aus irgendeinem Grund haben wir wieder ein bisschen Stroh. Frag mich nicht, wo das herkommt. Ich weiß auch nicht, Tobi. Ich weiß auch nicht. So, Wasser. Einmal mit Wasser, 7 von 10. Die holen sich neues Wasser, wenn die brauchen, ne? Dann brauchen wir eigentlich nur noch jemanden in der Werkstatt, der uns Eimer und sowas herstellt, eventuell. So ein bisschen Selbstständigkeit kann man ja wohl erwarten, oder? Ja, bin ich mir nicht sicher. Wir hätten jemanden in der Werkstatt, der dann nur Eimer herstellt. Wir hatten früher hatten wir ja Speere und sowas, alles in der Werkstatt. Aber nur jemanden für Eimer einstellen, sehe ich einfach nicht. Und der Rest ist halt Löffel und so ein Gebüms hier. Das lohnt sich irgendwie alles gar nicht. Teller vielleicht für die Küche. Kann mit Gewinn verkauft werden. Okay, für sowas vielleicht praktisch. Weidensachen, okay. Okay. Okay, krass, wir haben gleich keine Holzstimme mehr. Wilde Geschichte. Was? Jo. Und ich habe gedacht, ich gönne uns mal eine Schmiede. Die Schmiede? Schmiede eher so hier hin.
Ja, ne? Der ist ein bisschen zentraler, ist an den Wohnhäusern da drüben dran. Die Felder kommen hier eh nicht hin, wie wir wollten, ursprünglich. Achso, ich sehe die Treppe noch gar nicht. Dann hier 8 Steine. Kennst du das? Wir haben Steine im Lager. Geil, Tobi. Oh, hat genau gereicht. Oh, von den Dingens her, von den Baumstämmen. Ja, hat genau gereicht. Da habe ich frohe Kunde für dich. Hm? Ich habe eine Spiele angefangen. Oh. Oh, was ist denn hier? Ein Steinspeer. Oh, geil. Huch, kommt der denn her? Einfach gerade gefunden hier. Cool. So, 8 Steine. Steine sind im Lager. Ja, aber kennst du das? Du hast Steine im Lager und dann benutzt du die aber nicht. Das ist voll gut. Nice story. So. Nice story, bra. Bra. Okay. Bra. So, dann könnte man hier vielleicht noch was zum Zusammensitzen machen oder lieber bei der Taverne hier im Feld. Ich weiß noch nicht genau. Wir gucken mal. Wir schauen mal. Die Schmiede bräuchte man Baumstämme für. Du hast alle Baumstämme verbraucht? Die sind alle ins Lager geflossen, ja. Waren einfach fast 30 okay. Baumstämme. Boah, okay. Ich geh mal welche. Ich bin auch überladen wahrscheinlich, ne? Aber egal. Ich geh mal welche holen. Steine kann ich wegwerfen. Warte. Was? Ich werf die Steine weg, Tobi. Wo sind die denn? Hat er nicht gesagt. Da. So, ich brauche den Platz. So. Diddle. Okay, jetzt nur Birke. Birke. Na gut. So. Hacke. Meine Axt ist zerbrochen. Und ich habe die Steine gerade weggeworfen. Aber ich kann dir hier Baumstämme machen. Wo bist du denn? Nee, brauche ich nicht Stöcker dafür? Ich glaube, 10 Stöcker. Nee, ja, ich hack dir die einfach runter, du nimmst sie mit. Hier. Achso, ja, aber ich will trotzdem natürlich eine Axt wieder machen, ne? Achso, ja, klar. Sonst weiß ich das nächste Mal noch gar nicht, was los ist. So. 1 und 2. So. Schöne Steinaxt. Die wird ewig halten. Ah, hier, Steinaxt. So. Birke. So. Da nehme ich mit. Wir werden eben mal Baumstämme brauchen, ne? Ja, deine Freundin ist ziemlich langsam. Ich hoffe, die Jägerin haut ein bisschen rein. Weil wir brauchen halt echt Essen, ne? Also Nahrung für den Winter. Und wir können auch keine sicke Duppe machen. Ja, wäre halt wild, wenn wir noch selber jagen müssten, obwohl wir eine Jägerin haben, ne? Das wäre schon. Ja, das wäre halt echt sad. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein bisschen drauf ankommt, was man hier so im Gebiet hat. Ich meine, so ein Wildschwein bringt 25 Fleisch, ein Hase nur 3, ne? Also ich weiß nicht, ob das damit auch was zu tun hat. Eigentlich ja, aber nicht, die geht ja los und guckt, oder? Sollte man denken. Ich weiß nicht genau. Die ist ja in diesem Wiesent-Gebiet. Aber meinst du, die jagt mal ein leckeres Wiesent? Nee, natürlich ist das ein Ei. Nee. Nein. Hier, ich habe ein Fleisch gesammelt. Hat es wahrscheinlich von sich selbst abgeschnitten, damit sie nicht als Loser dasteht. Wie Asi. So. Ich esse es trotzdem, Tobi. Mir ist es egal. Hauptsache Fleisch. Ja, na klar. Fleisch ist mein Gemüse, Tobias, weißt du? Ich esse nie grüne Sachen. Ich esse nur Fleisch mit Fleisch und dazu ein Fleisch. Eine leckere Fleischcreme. Ah. Statt Kartoffelbrei gibt es bei mir Pommersche. So, oh Gott, bin ich langsam gerade. Dim, di, di, dim, dim.
Oh, ich habe schon wieder Zeitraffer beim Himmel. Was ist das nur? Oh, das habe ich auch immer mal zwischendrin, wenn ich renne. Ja, okay, ist so verrückt. So, bitte sag mir, dass das Ding noch Balken braucht. Ja, da brauchst du da sind noch ein paar. Gönn dir. Ja, sehr gut. Oh, Holzstamm, fantastisch. Ja, ich muss sie loswerden. Hier nicht, okay. Am Dach oben, aber Holzstamm. Okay, da ist nur Stroh. Holzstamm. Holzstamm. Noch einer irgendwo. Holzstamm. Aber das war's, ne? Geil, Tobi. Haben wir es auch fertig? Geil. Schlag auf Schlag. Effektiver als den ganzen Abend. Ja, ne? Irgendwie schon. Das passiert also, wenn man nicht die ganze Zeit nur rumpimmelt. Hä? Aber das Rumpimmeln macht voll Spaß. Ja, das stimmt schon. Hui! Okay. Was ist mit mir passiert? Krass. Das ist bisschen... Okay, eine S. Okay, geil. Wow. Erik? Ich teste mal kurz was, ja. Lass mich gerade mal kurz in Ruhe, ich, Wie genau, was genau hast du damit vor? Wie genau soll das funktionieren, Tobi? Nein, lass mich kurz in Ruhe, ich... Esse. Ach so, ich... ja, ach so. Ich dachte, okay. Das ist lustig. Das ist ein Witz. Verstehst du? Das ist für Leute, die keinen Humor haben wie dich, ist das natürlich jetzt nicht lustig, aber... Ja. Ja, daran liegt's. Tut mir leid, Tobi. Das ist ein Banger. Ich sag dir, der würde ziehen vor Publikum. Für Steinspeere brauchen wir Leinengarn? Ja klar, wusstest du das nicht? Okay. Okay, Steinmesser können wir mal machen. Na gut, die konnten wir vorher auch schon machen. Uff. Holzschaufel, einfach nein. So, der Amboss, was kann der? Kupferhammer. Okay, dafür brauchen wir Kupferbarne, die kommen später noch. Kupfermesser. Bronzewerkzeuge, Bronze, Eisen, Eisen. Okay. Ja, das wird noch ein bisschen... Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Weg vor uns, Tobi. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber es macht voll Spaß. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht, so insgesamt. Das ist voll geil. Macht mega Spaß. Ich sag mal, das hat alleine schon Spaß gemacht, aber alleine bist du halt noch mal ein bisschen... Also ist man halt doch langsamer irgendwie. Ja, gemütlicher auf jeden Fall auch, ne? Das ist viel ruhiger auf jeden Fall. Ja. Aber es macht schon echt Laune. Also im Koop ist es super. Ja, finde ich auch. Ich glaube, man kann bis zu... Also wenn ihr noch drei weitere Freunde habt, ich glaube, da kann man echt Spaß haben. Tobi, die schauen unseren Stream gerade Montagnacht auf Dienstag. Die haben kein... Tobi, ja, gut, Entschuldigung. Das ist nicht nett. Ich wollte jetzt nicht... Tut mir leid. Das tut ihnen doch auch weh. Entschuldigung. Ja, aber die Häuser hier müssen wir nochmal neu bauen. Das geht so alles nicht. Da müssen wir nochmal ran. Ja, ist ja erstmal ein erster Entwurf, ne? Ist schon was im Essenslager. Nur Hoffnung und Träume, gehe ich mal von aus. Ich guck mal. Wahrscheinlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen. Obwohl, die alte Genossin da oben macht doch Trockenfleisch. Wir haben ein Trockenfleisch drin und zwei Fleisch. Wow. Auf. Krass. Und dafür hat er aber schon 7 Fleisch gegessen. Okay. Ich sehe, wie das läuft. Das ist ein Fleisch fürs Lager, 2 für sie, oder was? Ich glaube auch, dass... Toll. Aber gute Frage, versorgt die Jägerin sich selbst? Würde mich mal interessieren. Im besten Falle ja, aber ja, ich meine, momentan ist das ein Minusgeschäft, ne? Okay, es wäre wild, wenn nicht. Ich guck nochmal ganz kurz. Die hat aber auch alles, was sie braucht, ne? Verwaltungstechnisch. Jagdhütte. Zustand 100%. Dorfbewohner 1 von 2. Also man bräuchte noch einen zweiten Jäger, aber die essen ja doppelt so viel. Sie hat Jäger auf 3. Kann man das irgendwie optimieren?
Lager. Steinmesser hat es noch 3. Ja, die hat wirklich nur. Ja, die, ja, das ist low. Ah, das ist echt low. Uff. Oh, was ist mit dem Brunnen los? Ein Material. Oh, die braucht Eimer. Die Brunnenfrau braucht neue Eimer. Ja, aber sind die nicht hier in dem, die sind noch hier drin, oder nicht? Ich weiß, hat sie schon genommen vielleicht? Okay, hier sind keine Eimer drin. Hat die schon alle benutzt? Und wir haben auch keine Holzdinger, wir haben auch keine Holzdinger mehr, ne? Doch, wir haben noch Bretter, ich mach mal neue Eimer, aber muss man jetzt wirklich, okay, sind die Eimer wirklich weg? Das kann ja nicht sein. Ich hab gedacht, die Eimer landen wieder im Lager. Hab ich so vorhin auch gehört eigentlich. So hieß es, ja. Ja, der Jägerin vielleicht einen Bogen bringen, aber es hieß, die brauchen nur ein Messer. Deswegen bin ich unsicher. Wo müssen denn die Eimer hin? Ja. Die müssen bei der Brunnenfrau. Habe ich vergessen. Kamen die hier einfach irgendwo rein? Ich weiß nicht mehr. In ihre Kiste? Müssen die nicht ins Lagerhaus? War das nicht so, dass die Eimer ins Lagerhaus kommen? Die nimmt sich die. Aber die hat hier, die hat hier 5 Eimer mit 10 von 10 Wasser drin. Ach so. Hier sind 5 Eimer in dem Fass, 10 von 10. Ja, dann schmeißen wir die anderen Eimer rein. Vielleicht hat die wieder was zu tun dann. Schmeiß die einfach mal rein hier. Zack. Alles ins Lagerhaus, schreibt gerade jemand. Ja, hier geht's auch. Die Eimer ja voll gemacht. Jäger wurden hart genervt, die waren zu OP. Cool. Cool. Naja. Dann gucken wir mal. Das mit den Jägern, das gibt mir noch zu denken, weil wenn die mehr Fleisch konsumieren, als die einbringen, dann müssen wir halt erstmal jagen gehen, bis die sich eingejagt hat. Ich habe keine Ahnung. Oder man braucht halt wirklich 2, ne? Ja, oder so. Aber wie ist das? Warte. Hey Erik, hey, willst du mal meine Fackel riechen? Hey, ja, hey, wie geht's dir? Hey Tobi, hey, geil, hey, geiles Gameplay. Hey Tobi. Warte mal. Warte. Erik, nein, hey, au, Tobi, au. Warte. Das ist ungünstig. Ich merke nichts, was ist da? Das möchte ich nicht sagen, wo das gerade hinging, Tobi. Du siehst auch begeistert aus, einfach. Deine lebhaften Augen. Hier. So. In dein Gesicht. Erstmal ein bisschen ausbrennen hier das Gesicht. So, der sanfte Blick von Schwesti. Schwesti sieht aus, als hätte sie gerade wieder ein bisschen konsumiert. Oder der war gar keinen Bock. Oh ja, die sieht aber wirklich sehr demotiviert aus, die Gute. Ja, ne? Kann ich mich eigentlich auch selber? Oh ja. Oh ja, so sehe ich also aus. Tobias. Ich muss auf den Berg Sinai steigen und 10 Tafeln holen. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei, ne? Ja, bin bald wieder da, ne? Ciao. Tschüss. Ich gehe da nicht mit. Wo ist der überhaupt? Ich kenne mich hier nicht aus. Bin neu hier. Frag doch deinen Vater. Oh. Der führt mich wieder irgendwo in den Sumpf. Gar keinen Bock. Boah. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein paar Quests machen und so, ne? Aber, also nicht heute, aber nächstes Mal und so und, aber ich würde das Dorf gerne so weit bringen, dass es sich selbst einfach... Ja, so ein bisschen versorgt, ne? Ja, das ist, glaube ich, schon nicht schlecht. Genau. Das wäre super, dann... Das wäre schon mal viel wert. Nee, aber ich finde, wir haben für heute, dafür, dass wir das erste Mal zusammengespielt haben, ist das schon gut. Ich bin ehrlich, wir haben... Also alleine habe ich viel weniger geschafft, als ich gespielt habe. Ja, ich sag ja, ich glaube, man ist halt alleine noch ein bisschen ineffektiver oder langsamer halt. Das passt schon. Ja, also ich fand, wir waren heute also sehr effektiv zusammen. Ja. Vielleicht das beste Setup hier insgesamt gesehen. Ja, das wird alles noch, das findet sich noch, aber von der Effektivität her, nice. Voll gut. Ich mag die Location. Die ist cool. Ja, ich finde die auch geil. Die Wasserfälle sind schön. Gut, man kommt nicht in die Richtung. Wir müssen immer erstmal nach Norden gehen, glaube ich. Und von da aus kommen wir überall hin. Aber ist vielleicht auch ganz gut gegen Banditen.
und so. Also diese, ja, die gibt's ja tatsächlich. Hier. Krass. Also ich hoffe, man wird hier nicht überfallen oder so. Dann machen wir Selbstschussanlagen. Voll geil. Boah, ein Bunker. Wir bauen aber einen Bunker. Passt. Ja, ja, geile Idee. Wir, da in die Mine bauen wir einfach alles rein. Boah, voll nice. Das ist ein guter Plan. Gut, Tobi, ich geh mal schlafen, ne? Ja, ja, finde ich gut. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, musst du irgendwie speichern oder so, oder? Ich habe keine Ahnung, wie das so läuft. Ich glaube, du speicherst automatisch wahrscheinlich. Oh, schau da ein. Ah, am nächsten Tag wird's Winter. Oh, oh. Das sehen wir dann leider erst in der nächsten Aufnahme. Oh, kacke. Oh, oh. Das. Oh, das wird. Oh, das wird. Oh, da habe ich Angst vor. Ja, das könnte hart werden. Morgen. Morgen. Oh, warte. Lass mal ganz kurz hier. Oh ja, sehr gute Idee. Wurze. Und dann für. Wurze. Water und dann nochmal kurz was speisen, weil ich glaube, habe ich noch altes Fleisch hier irgendwo? Hier, 50% nur noch. Habe ich noch anderes Fleisch? War das Fleisch, was ich hatte? Nee, da. Wollte ich schon sagen. Ah, prima. Was für ein wunderschöner Morgen an diesem wunderschönen See. Weißt du, was das Schöne ist? Mhm. Wir haben uns die Häuser so gebaut, dass wir die ganzen anderen Spacken nicht sehen morgens. Boah, ja, das ist voll geil. Ist nur Natur, Wasserfall, der frische See, der Waschzuber und der ganze andere Scheiß da hinten ist nicht zu sehen. Oh, Gott sei Dank. Das ist eigentlich doch ganz schön hier, glaube ich. Wir müssen gar nicht oben wohnen, weil dann sehen wir die ja dauerhaft. Ja, das stimmt. Machen wir vielleicht einen Wachturm hin oder so. So ein Scharfschützenturm, wenn die nicht arbeiten. Mit so Pfeilen, wo so Adrenalin drin ist, dran ist, damit die richtig wieder in Fahrt kommen. Da ist das Druckzug steht das Dorf und die Jägerin funktioniert auch. Geil. Geil. So. Kann ich hier speichern? Spiel speichern. Ich möchte nicht meine alten Spielstände 2021 überspeichern. Ich überspeichere den hier. Der Spielername ist Tobi Erik Retten. Rettwelt. Nee, geht nicht. Tobi Erik Welt. Gut. Machen wir jetzt Tobi Erik Welt. Geil. Ist das jetzt das erste Mal gewesen, dass du gespeichert hast? Autosave. Ah, okay. Okay, okay, okay. So, und weil es gerade noch ein paar Leute interessiert, wir wohnen hier an diesem Tampon. Oder was immer, wie immer, das, ich weiß nicht genau. So. Da wohnen wir gerade. Ich glaube, hier ist Holz. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier sind. Ah, nee, das ist die Jägerin. Oben auf dem Dach. Oben auf dem Berg. Hier sind die Felder, die kommen dann hier in so die Felder, so da, keine Ahnung. Ja, guck mal. Ja, Tobi, ne? Haust du rein? Ja. Schwesterherz. Ja. Das mach ich mal, ne? Und du auch. Ja. Und, komm gut nach Hause. Und, warte. Achso, hier auf YouTube, ne? Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich bin gespannt, wohin das führt. Das war gerade unsere allererste Aufnahme. Ich, also wenn wir jetzt schon so gut waren, die zweite kann nur noch besser werden. Also das wird, ne, wenn wir dann erstmal ein Holz hier in Fahrt kommen mit der Holzproduktion. Einwohner ranholen und so weiter. Wir werden Metropole bauen da hinten. Voll geil. Das ist wie bei City Skylines wird das hier. Zack, 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 zack. Aber richtig. Aber richtig. Das wird einfach wow. Uber machen wir auch noch. Gucken wir mal. Richtig, ja, auf YouTube. Weiß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kuss geht raus. Und ja, bis zur nächsten Aufnahme. Ciao mit V. Tschüss.